Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Metro Exodus hier bei Heisenberg zockt von und mit Heisi und natürlich mit Kamerakind Harry. Harry. Ja, wir sind immer noch auf der Suche nach dem Teddybären. Hat er das nicht schön? Hupsla, ja, knall doch mal noch gegen das Mikro, das klingt dann immer gut. Das bringt ein bisschen Spannung. Wir sind immer noch auf der Suche nach diesem Teddybären und deswegen setzen wir uns jetzt mal in Gang, folgen den Schienen, gucken, wo uns die hinbringen. Da ist noch irgendwie ein Geselle, guck mal. Und ja, wir haben gesagt, vielleicht finden wir zusammen mit dem Teddy noch eine Atombombe. Dann können wir nämlich nochmal ins Lager zurück, da hinten. Da, wo wir so kläglich gescheitert sind und feststellen mussten, nein, das wird nichts werden. Komme ich hier rein? Ich habe mich anfangs der letzten Folge beklagt, dass nichts gelaufen ist in den letzten paar Folgen. Dann lief was, es lief ein bisschen zu viel. Wir sind nicht wirklich weitergekommen und jetzt wäre ja mal so etwas Einfacheres, aber doch, es läuft was völlig oder so. Ich komme hier nicht rein. Hier geht's, aber hier ist nichts drin. Das ist ja schon täuschend. Wenn man schon sich die Mühe nimmt, hier irgendwie reinzugehen, dann sollte hier doch auch was sein. Aber hier hätten wir wenigstens nochmal Deckung. Oh. Wir sind dran vorbei. Wie geht das denn? Moment. Wir müssen mal nach hier hinten. Der hat sich bewegt wahrscheinlich. Nein, das wollte ich doch nicht. Zu weit gehüpft. Komme ich hier wieder raus? Nicht, dass die Viecher kommen. Ja, genau. Der Große und so. Unser Kollege. Ja, genau. Der zum Beispiel. Aber wie kommt man denn hier rüber? Müssen wir da rüber? Ja, guck doch mal auf die Map. Kann ich nicht. Nein, nicht schon wieder. Ich bin schon wieder zu weit. Ahaha. So, immerhin. Wir schönen Meeresgrund hier haben wir hier. Wenn wir jetzt nochmal gucken. Siehst du da unten? Irgendwo geht es doch hier rüber. Ach, viel weiter vorne. Wir sind viel zu weit gelaufen. Wie kann man denn so viel... Nein. Was mache ich denn? Darf doch nicht wahr sein. Ich muss zurück an Land. Wo war hier nochmal das Land? Hier hinten. Also ich würde schon fast sagen, dieser Abend geht in die Geschichte des Versagens ein, was so unsere Skills angeht. Ein Dingens. Ja, die kenne ich noch aus den letzten Teilen. Die schnappen dich und dann schmeißen sie dich irgendwo hin. Dann fliegen sie uns zum Teddy. Lauf, Artyom, lauf. Das ist jetzt kein Spaß mehr. Das ist jetzt eins von diesen ganz bösen Viechern. Aber ich weiß nicht, wohin. Ja, nicht runterhüpfen, da stirbt er wieder. Ja. Ja, so falsch sind wir hier nicht. Kann so ich hier? Leicht rechts. Macht er sich hier wieder irgendwie die Knöchel? Macht er sich bestimmt. Da wäre eine Leiter. Erst zart beseitet unser Arti. Aber hat geklappt. Aha. So, hier irgendwo müsste jetzt hier irgendwo ein Teddybär sein. Ja. Auch das noch. Echt? Bisschen Pilze sammeln. Wie lange haben wir denn noch? Wir haben noch 2 Minuten. Na, dann nützen wir doch die Zeit. Ja, Geigerzähler muss ich gar nicht betrachten. Aber ich muss wissen, wo ich hin muss. Map. Ich habe doch nicht die Zeit, jetzt auf die Map zu gucken. Doch. Plus, minus stimmt's. Da ist er. Ne, das ist ein Pilz. Ah, was für ein Elend. Ich dachte, das sei Kollege Teddy. Wir müssen bestimmt hoch. Ach, guck mal, hier ist wieder Ruhe. So eine Leiter hoch. Hier ist aber wieder Ruhe. Ich höre Stimmen. Nee, ist nicht Ruhe, ich höre Stimmen. Nee, aber Ruhe von wegen radioaktive Verseuchung. Ah. Nee. Die Leiter hier ist aber auch ein... Das ist aber auch ein sehr vertrauenserweckendes Teil. So. Na, bedingt, würde ich sagen. Die werden auch nicht hier oben den Teddy haben. Doch. Behaupte ich jetzt einfach mal. Meinst du? Ja. Ein kleines Gärtchen hier noch auf dem Dach. Ja, für zwischendurch. Da hat man mal noch ein Paradieschen. Das kann auch nicht schaden. Wenn es Radieschen sind. Was? Das waren geknallt. Ja, diese Treppe. Das ist ja wohl nicht deren Ernst. Sind sie denn hier richtig? Aber sowas von? Ich würde mal behaupten, nicht ganz falsch. Was tut man nicht alles für so ein kleines Mädchen? Das ist ja, mein Gott, und dann ist es nicht mal blutverwandt. Das ist aber irgendwie ein kleines Mädchen. Man riskiert... Hals und Kopf. Hals und Kopf? Kopf und Kragen meinst du? Kopf und Kragen, genau. Hals und Kopf auch. Ich gucke erstmal noch hier hinten. Es knarrt ja so vertrauenserweckend. Kopf und Kragen, das war's, ja. Weil da war eine Treppe. Ja. Ist ja irgendwo ein Teddy? Ja, ist bestimmt ganz oben. Das glaubt einem ja immer keiner, ganz oben, dass man hier irgendwie... Was ist das denn hier? Das ist eine gute Frage.
Und wie kommt das hier rauf? Oh, ein Nest? So, da ist er. Sag ich doch. Na, wenn sich das nicht gelohnt hat. Ah, apropos gelohnt hat. Oh. Was für ein Arschvieh. Ja, aber echt jetzt. Sag mal, hakt. Ich dachte, das wäre tot. Ja, ich dachte auch, das wäre tot. Sonst hätte ich ja geschaut. Jetzt muss man erst das Tier noch bekämpfen. Jetzt muss man echt noch an dem Drachen vorbei, bevor man zur Prinzessin kommt. Ja. Gibt's ja wohl nicht. Kann ja nur ein Scherz sein. So hübsch hat die Prinzessin nun auch nicht ausgesehen. Wo sind wir? Wieder unten? Na, schön. Ach so, nee, falsch rum. Würde ich auch nicht machen. Nee, ich dachte, wir wären schon im sicheren Bereich. Das war aber irgendwo hier hinten der sichere Bereich. Hier ja, da auch. Müssen wir hoch. Soll das beruhigend wirken? Genau, auf mich wirkt es beruhigend. Okay. Ah, was für ein Elend. Ja, wir können nichts machen. Das heißt, wenn das Tier uns eine langt, dann ist vorbei. Und ich weiß nicht, ob er das... Moment, wir haben doch die Pumpgun noch. Wir stehen ja direkt davor. Das ist die Pumpgun. Damit müsste man doch eigentlich mehr Schaden anrichten, müsste ja, man meinen. Würde man meinen, richtig. Das hat, glaube ich, eben noch nicht gereicht, dass wir neue Midis machen können. Nee. Da hinten ist nichts. Das und hier haben wir bereits auch geguckt. Da war ja nichts da hinten, glaube ich. Nee, aber jetzt sind wir wieder. Oh, oh. Ah, ein Flügelkollege von vorhin. Das ist ja so ein Flattervieh. Ah, das wird heavy. Hä? So halb tot schon. Vielleicht fliegt er wieder weg. Ja, guck mal. Er wedelt schon mit den Flügeln. Ich weiß nicht, ob das klappt. Na, ah, Moment, jetzt ist er weg. Sag ich doch. Nimm den Teddy. Nimm den Teddy und hau ab. Nein, nicht jetzt wieder kommen und hauen. Nein, nicht angucken. Wegstecken. Ist denkbar ungünstig der Moment, um hier jetzt noch mit dem Teddy zu spielen. Knuddel das Teil doch noch ein bisschen. Ja, genau. Super. Okay, schnell weg, schnell weg. Teddy haben wir. Oh, mach hinne. Also eine Intelligenzspritze wäre vielleicht auch was für das Spiel. Also für ihn zumindest. Also für ihn im Spiel. Ja, genau. Er war halt süß, der Teddy, was soll's. Ja, klar. So schnell bin ich, glaube ich, noch nie irgendein Tankdingens runtergerannt. Okay. Ja. Nehmen wir mit. Jetzt müsste doch dann aber langsam mal wieder reichen. Gibt's doch gar nicht. Gibt's ja nicht irgendwie sonst noch eine Möglichkeit, an Medizin ranzukommen? Aha, immer einmal. Ja, Gott sei Dank. Immerhin einmal, meine ich. Na, diesen weg. Und dann gerne benutzen. Okay. Gut, Teddy haben wir. Das ist da auch weg, das Zeichen. Dann müssen wir jetzt eigentlich zu Duke. Das wäre der nächste Auftrag gewesen. Ja, ist noch schwierig. Ist noch schwierig. Da brauchen wir wieder ein Boot, würde ich meinen. Jetzt müssen wir hier mal... Ja, lebend wegkommen, wollte ich gerade sagen. Okay, das hat schon mal geklappt, dass man den relativ schnell wegkriegt. Aber er hat uns schon wieder ein bisschen verletzt. Ja. Man findet hier halt nichts. In dieser ollen Einöde, es gibt nichts, was man finden könnte. Da hinten ist... Guck mal, da ist jemand. Ja, wollte gerade sagen, steht da einer? Ja, da steht einer. Zwei. Und das Feinde? Also zumindest wird das nicht rot angezeigt. Nein, nein. Du bist einer von den Zugleuten, nicht ja, wahr? Ja, genau. Puh. Tja, dann sei gegrüßt, mein Freund. High five. Friede sei mit dir. Und deiner ich Familie. Aus einer ziemlich fortschrittlichen Gegend zu kommen. Deine Ausrüstung ist der Hammer. Satanische Bagatellen. Siehst du, Junge, er ist ein guter Mann. Er weiß, wie man sich benimmt. Kein Grund, so nervös zu sein. Nein, nein. Du solltest nur nicht sauer auf die Einheimischen sein. In letzter Zeit gab es halt viele Angriffe. Daher sind sie etwas aufgebracht. Und Silantius verpasst ihnen ständig eine Gehirnwäsche. Aha. Sündige Worte, Papa. Auch nicht freundlich. Können wir hier mal rein? Dankeschön. Das ist mein Sohn. Ja, schön, ich sehe den hier. Aber irgendwie... Wir haben ihn lange genug angesehen. Genau, ich möchte eigentlich eher hier... eine Werkbank. Das bringt uns wahrscheinlich herzlich wenig, weil wir einfach zu wenig Zeugs haben. Und wenn wir was skillen müssen oder leveln... Dann ist es so ziemlich alles. Ja, ich würde sogar sagen primär...
die Dingens, die Gesundheit. Können wir da noch was? Blödsinn, die Gesundheit. Ja, die Gesundheit auch, aber vor allem hier die Gasmaskenzeit. Okay. Dann geht's wieder nicht mehr. Entweder oder war das jetzt? Was ich ein bisschen komisch finde, dass wir für unser Luftgewehr da immer noch keine Patronen haben. Ja, das ist irgendwie ganz Käse. Kann ich da was machen? Das hätte ich jetzt vorgeschlagen, dass wir da mal nachsehen. Mhm. Ist das das hier? Klick's mal an. Das sieht danach aus, ja. Nee, das hat. Ja, müsste das sein. Reinigung der Waffen. Wir bräuchten Munition. Sieht man hier irgendwo, was man an Munition hat? Nein. Nicht wirklich. Nee. Wo kriege ich hier die Munition her? Trommelmagazin, kein Gerät, weniger Probleme, genau. luftdichtes Standarddruckluft. Scharfschützenschaft. Leichter Griff und Vorderscharf. Das ist eigentlich alles, wie es sein sollte, aber wir bräuchten halt hier tatsächlich irgendwie Munition. Reinigungskosten. Hier kriege ich die Munition nicht. Vielleicht die Stahlkugeln. Jetzt haben wir Zähne. Jetzt müsste man mal gucken. Handgranate. Molotow würde ich eigentlich ganz gerne mal machen. Geht nicht. Geht auch nicht. Wir haben immer noch viel zu wenig Zeugs. Hier haben wir Munition. Ja, das ist für die Schrotflinte. Da haben wir das Maximum hier auch. Okay, da müssten wir doch eigentlich Zeugs haben. Wir gehen mal raus, schnappen uns schnell die Waffe. Könnten allerdings wirklich die Stahlkugeln sein. Das würde auch irgendwie Sinn ergeben von wegen Waffe und so. Ja, jetzt hat er was nachgeladen. Das ist doch halt das. Sehr schön, dann haben okay, wir dann müssen wir das lösen mehr, können. Dann müssen wir wenigstens nicht mehr Puff-Puff machen die ganze Zeit. Hey. Was ist das hier? Ah, ein Schrank. Den sieht man halt gar nicht. Ich brauche Licht. Dankeschön. Ja, und sonst irgendwie schlafen müssen wir hier eigentlich nicht. Wenn, dann müssen wir hier wieder weg. Aber schön, dass wir hier auch noch eine Werkbank gehabt haben. Weil wir sind jetzt völlig im Schuss. Wir bräuchten eigentlich schon wieder ein Boot, wenn man es genau nimmt. Bis wir dann da bei Duke sind, das dauert ja Ewigkeiten. Beamen wäre was. Luzifers Licht! Hä? Eine Taschenlampe! Die ist toll! Sie so ist eine hatte ich auch mal. Ja, das siehst ist sehr toll. Oh, ein Boot! Siehst du, was die Leute früher herstellen konnten? Kann ich hier nicht? Ich kann mit dem Boot nicht. Das geht nicht. Nein, das Boot fährt nicht. Was ist das denn für ein Boot? Da stellen sie hier ein Boot hin und dann fährt es nicht. Hier ist doch, das müsste doch gehen. Ja. Ja, dein Sohn, das wissen wir. Da hinten ist dann noch ein Rucksack auf der Bank. Sorry, was der alles gehört hat. Ja, wir gehen mal eins weiter, weil der hilft uns in dem Sinn nicht weiter, der gute Mann. Höchstens, wenn man vielleicht noch mal eine halbe Stunde zuhört, aber das ist mir ein zu hoher Preis. Nee, genau. Absolut deiner Meinung. Hier liegt noch mal jemand. Einmal drehen, einmal los. So, das war ein Schuss. Aha. Hat sich für mich auch so angehört. Kann das sein, dass die noch mal eine Quest triggern? Nee, nee. Ja, ist immerhin jetzt noch am Reden, obwohl wir schon lang weg sind. Erstens ist das eine Sünde. Zweitens hast du gerade einen Ketzer mit seiner Höllenmaschine mitgebracht. Ja, okay, das sind ja die Geblendeten. Okay. So, wir düsen mal weiter. Wenn wir zurück. Da ist Vögelchen, Flattermann. Ich meine, was wollen wir denn noch? Wir haben den Teddybären. Ja, das kleine Mädchen wird begeistert Duke sein. Ja, das machen wir jetzt. Mal gucken, ob wir das irgendwie zu Fuß hinkriegen. Wir gehen sicher nicht mehr in Richtung Lagerhalle. Dafür sind wir immer noch nicht fit genug, behaupte ich jetzt mal. Bleib ich schon mal drin. Oder doch. Oh, oh, oh. Eine Kiste. Ich komme da nicht lang. Was ist das denn hier? Ist irgendwie ein Loch. Jetzt bin ich hier irgendwie runtergefallen. Was ist das denn für ein Käse? Kiste. Was war denn das gleich nochmal für ein Spiel, wo man die Kisten kaputt schießen konnte? Ach, Wolfenstein halt. Ganz klar. Oh, ich weiß jetzt übrigens auch, habe ich ihm vorhin erzählt, warum ich in den ersten paar Folgen zu Anna immer Anja gesagt habe. Das war die Frau von Bleskovic. Von... Oh. Hallöchen. Von Wolfenstein. Deswegen die Verwechslung. Nicht wirklich. Na, siehst du, da kommen sie schon.
Ach, echt jetzt? Come on. Scheiße, wir haben geschossen. Hallo. Ich mach mit E. Was für ein hässliches Kerl. Aber da habe ich gesagt, wir hätten es wenigstens rasieren können. Ich würde hier glatt weg. So, weil das können wir uns nicht leisten. Dafür haben wir die Gesundheit nicht. Nee. Lauf, lauf, lauf. Eigentlich haben wir gar nichts, weder Gesundheit noch Waffe noch wir sonst haben gar was. Aber einen Teddy haben wir. Wir haben einen Teddy. Teddy haben wir. Ja, wir haben einen Teddy. Genau. Komm ich hier durch? Vielleicht erschrecken sie sich vor dem. Er hat's versucht. Nee, okay. Ging nicht. Drei Däumchen nach hoch fürs Versuchen. Drei Däumchen hoch fürs Versuchen. Aha, zwei Meter weiter kommt man dann problemlos durch. Sieh an. Wo kommen wir denn rüber? Wir kommen gar nicht rüber. Wir brauchen ein Boot. Ja. Ohne Boot kommen wir da nicht mehr zu Duke. Oder was ist das für eine schwarze Linie? Wir gehen mal zu der. Da ist irgendwie eine schwarze Linie rüber. Das kann sein, dass das vielleicht sogar ein Gleis ist. Wer weiß. Wie eine Brücke dachte, oder sowas. Diese Walle oder so irgendwas. Nee, guck mal hier. Da sind die Gleise. Nimm doch das Auto. Ha, ha. Ah, nächstes Mal. Die Zündkerze fehlt. Das ist tatsächlich irgendwie eine Brücke, ein Damm oder sowas. Ja. Muss ich jetzt hier überall nochmal gucken? Ich glaube, das können wir uns schenken. Also, ja. Weil wenn wir bei Duke sind... Vor allem, wir daddeln schon so lange. Ja, das ist halt. Hier Mann. Oben. Guck mal, da oben sind aber auch noch das Sachen. Das ist eine Fabrik, ja. Aber irgend sowas. Die Musik wird auch schon wieder spannend. Das Herz pumpt schneller. Ja, aber wir sind richtig. Falsch. Wir müssen hier über den Darm rüber. Ja. Ich hoffe, das können wir. Naja. Wenn er auf dem Geländer balancieren kann. Okay, also irgendwie geht's, wie auch immer. Das funktioniert, aber es funktioniert. Ja. Schön, wenn mal was funktioniert. Das ist wieder das Zeichen. Das heißt doch irgendwie, dass hier unten irgendwo was ist. Aber ich fange jetzt sicher nicht an zu tauchen, wenn der Mann nicht mal schwimmen kann. Also das kann jetzt keiner von uns fragen. Tauchen kann er nicht lange, aber... Da noch was? Vielleicht steht's auf und packt uns. Oh, da ist sogar ein Vieh. Da sind einige. Ich wollte gerade sagen, die sind süß und klein. Mach ich wieder Puff oder schieße ich? Nein, ich schieße. Nee, du schießt. Ja, rennen. Rettet. Wie soll ich sagen? Wir sind viel zu schwach, um das irgendwie zu machen, was wir gerade machen. Irgendwas stimmt da nicht. Wir hätten viel mehr Zeug sammeln müssen und dann leveln und Werkbank und Zeugs. Ja. Und dann erstmal die Sachen angehen. Mhm. Ich meine, es geht so auch, aber man sieht ja, dass man halt einfach jedes Mal, wenn man angegriffen wird, nach zwei Schlägen ist man hinüber. Also von daher, ich werde hier mal auf die Pumpgun umsteigen. Wo bin ich? Das ist eine sehr optimistische Aussage, wenn du sagst, es geht so auch. Ja, geht's ja. Es ist halt einfach ein bisschen schwieriger. Okay. Aber ich würde sogar sagen, wenn wir doch nochmal auf der Seite sind. Da mal rein. Das sind, das sind Feinde. Okay. Machen wir, wenn wir fitter sind. Wir gehen mal über den Damm. Jetzt mit der Pumpgun müsste man die Viecher eigentlich wegkriegen. Oder denen aus dem Weg gehen wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wo müssen wir denn hin, wenn wir darüber sind? Eigentlich geradeaus. Der Schiene folgen. Ja. Interessant, dass man hier gehen kann. Ist nicht so tief. Ich habe zwar ein bisschen Rechtsstrahl, aber siehst du, zieht es automatisch darüber. Keine Ahnung warum. So, jetzt ein bisschen Achtung. Da rennt schon wieder was auf dich zu. Hinter dir. Überall. Schande. Ist aber auch. Oh mein Gott, ich sehe es aber auch nicht. Und überall sind sie. Definitiv zu viele. Wollen Sie jetzt nicht, dass man hier rüberkommt? Ah, wie kann man denn aber auch nur so wenig Medizin haben? Das ich glaube, wir müssen da irgendwie einfach durchrennen oder außen rumrennen. Ja, wir müssen es auf alle Fälle, würde ich sagen, wir müssen es anders machen. Irgendwo stehen zu bleiben oder... Ich wollte halt ins Auto reingucken. Wir brauchen dringend Sachen, damit wir leveln können. Moment, diesen. Vielleicht hat sich ja was getan. Ich glaube zwar nicht. Eins und drei, guck mal, Werkzeug haben wir ohne Ende. Was uns fehlt, das ist tatsächlich dieses Chemiezeugs. Und das könnten wir eigentlich
theoretisch überall, wo diese grünen Sachen sind, könnte man die finden. Da, das Zeug da oben. Ja, da sind aber links wieder die Feinde. Ja, ja, da sind wieder die Feinde. Vielleicht hier vorne rechts rauf gleich mal. Ist Duke nicht sogar in dem Gerät da oben drin? Wenn man das jetzt wüsste. Weil es ist aber klar, wir können uns nicht auf einen Kampf einlassen gegen die. Da haben wir einfach keine Chance. Nicht mit dem Status, den wir haben. Mal sehen, da. Oh, da sind ganz viele von denen. Guck dir das mal an. Auf der anderen Seite. Und jetzt rennen. Waffe weg, Waffe. Da gibt es doch irgendeine Taste für Waffe weg und rennen. Hab mich nicht mal rennen. Das war die Taschenlampe. Ah, jetzt geht's. Das ist doch ihr Duke. Lass es Duke sein. Ja, genau, oder? Oh, puh. Geh rein! Geh doch rein! Jetzt, puh! Mach auf die Tür! Wir haben ihm die ganzen Tierchen mitgebracht. Okay, das ist Duke. Hallöchen, mein Blutsbruder! Das kennen wir. Hast mich nicht gesehen, hä? Die anderen auch nicht. Ich bin jetzt Teil der Landschaft. Ich habe gehört, dass du wegen einer Motordrezine zum Terminal willst. Dann hör mal zu. Ins Terminal kommt man nur übers Wasser. Zum Glück gibt es nebenan eine Anlegestelle mit einem Boot. Wurde offenbar von den Fanatikern zurückgelassen. Da unten waren wir. Drinnen sind nur diese Tiermensch-Mutanten, so scheint es. Siehst du diese Tankstelle? Sie ist ein Banditenversteck. Sie überfallen die Fanatiker. Diese Typen da waren wir schon. Ja. Wie fliegen von, du weißt schon, was angezogen zu werden. Die Banditen da wolltest du hoch wegen den grünen Dingen. Jetzt zieh dich in das Gebäude. Dort halten die Banditen ihre Geiseln zur Lösegeldepressung gefangen. Die armen Kerle müssen Schade. Leiden. Ich habe dir nur dreimal um Erlaubnis gebeten, da reinzugehen, aber keine Chance. Ich verstehe das ja auch, aber Normalbürger habe ich immer vor Schuften wie diesen beschützt. Daher ist es für mich schwierig, die Füße stillzuhalten. Naja. Siehst du diese Ruinen? Dort ist auch ein Banditenlager. Ja, da waren wir überall. Ich weiß ja nicht, ob wir jetzt hier raus können oder ob dann... Zieloptik aufblitzen sehen. Alles auf daher uns wartet? Würde ich keinen offenen Angriff empfehlen. Die Brücke ist komplett abgeriegelt. Die bewaffneten Leute zeigen sich nie. Ob das eingezeichnet ist, halt, dass wir es machen können. Von uns. Aber jetzt haben wir die Fragezeichen. Ja. Sie keine Gedanken machen. Da ist das Flügelvieh wieder. Hey, es ist deine Entscheidung, wann du aufbrichst. Eben. Aber im Dunkeln sollten die Banditen leichter zu meiden sein. Ich gehe auf jeden Fall auf meinen Posten zurück. Okay, mach mal. Danke, Duke. Auch wenn wir es eben schon gesehen haben, beziehungsweise gehört haben. Die Frage ist halt, ist es jetzt, ist das dunkel oder ist es einfach schlechtes Wetter? Nee, ich würde das als dunkel einstufen. Wird's denn gerade hell oder wird's noch dunkler? Puh, ich würde sagen, mal losgehen und da links runter. Oder? Da waren wir schon mal. Da wollten wir ja die Kerle befreien. Wir haben noch mal einmal Medizin. Bevor wir schnell geladet haben. Was? Achso, ja. Ah, jetzt so ein Blitzeldinger, pass auf. Ja, jetzt sind aber, glaube ich, die Viecher wenigstens weg. Und hier unten waren wir eigentlich relativ erfolgreich mit dem Messer. Ja, genau, richtig. Ich glaube, das waren auch nicht ganz gefunden. Das war eigentlich relativ easy mit dem Messer. Hast du da Riesenerfolge gefeiert? Vielleicht die Taschenlampe ausmachen. Was das Zeichen heißt? Siehst du jetzt oben links? Hier, du bist richtig, heißt das wahrscheinlich. Naja, wie kann man bei dem Spiel richtig sein? Also das ist ja irgendwie... Wir waren ganz oft falsch. Insofern ist die Frage berechtigt. Wie können wir falsch? Richtig sein? Au contraire. Ja. Vielleicht ist falsch das falsche Wort. Wir machen das mal so. Habe ich denn beim letzten Mal gemacht? Ich glaube nicht so. Ah, doch, übers Dach und dann irgendwo eingestiegen. Ah ja, doch. Hier oben waren wir auch schon. Stimmt. Genau, ich habe sie gesucht, weil ich nicht gewusst habe, wo die sind. So, ich habe gerade wieder das gleiche Problem. Welches? Ja, wo sie denn sind? Ja, unten im Haus. Also ich glaube, wir müssen da das links runter. Ja. Genau. Kann ich hier da sind wir reingestiegen. Ja, ausmachen, genau. Sehr gut.
Gutachten für alle. Weißt du was? Was? Kurz speichern. Ah, gute Idee. Falle wegnehmen. Noch eine Falle. Und schläft da noch einer. Warum sehe ich denn nicht, wo ich hinschieße? Warum schießt du denn? Das war die falsche Taste. Ah. Ich wollte eigentlich, aber ich habe nicht gesehen. Das haben sie nicht mal gehört. Zum Glück, wir sind alle taub. Was? Hinter dir sind noch zwei Fallen. Ah, das ist nur so. Ja, da hängt noch eine, aber ist ja. Aber da, warum haben sie das nicht gehört? Das ist interessant. Besser, je. Das leise. Du Schweinehund, dafür wirst du büßen. Ganz nee, sicher. Das glaube ich. Du bist am Arsch! Die Schweinehunde haben einen von uns erwischt. Nein, zwei. Aber jetzt wissen wir, dass sie hier. Das hier, ja. Oh, Hund. Ich glaube, wo. Hund? Ja, Hund. Ah, ich höre ihn. Hund. Ich sehe ihn. Ex-Hund. Das ging irgendwie mit den Messern schöner. Ja. Würde ich meinen. Mhm. Kann ich hier schnell? Nein, aber noch nicht die Map. Die braucht kein Mensch. Ich brauche das hier. Wir brauchen nochmal Medizin. Geht nicht. Okay. Ah, jetzt mal die falsche Taste. Aber vielleicht können wir wieder zurückkehren zum Ruhigen. Wenn sie sich irgendwie beruhigt haben. Sollen wir es aussitzen? Ja, im Prinzip ja. Okay. Da können wir nichts reparieren. Vielleicht vergessen sie es in der Zwischenzeit. Eben, man weiß ja, wie... Ja. Nee, nee. Nee, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, man weiß ja, wie vergesslich die Leute eigentlich sind. Aber okay, sie sind es eben doch nicht. Ja. Dann müssen wir das mit Kampf lösen. Hm. Steckt da ein Messer? Das hätte ich gerne. Das war das unseres, habe ich doch irgendwie... Das war zu laut. Macht nichts. Sie haben uns ja eh entdeckt. Hier ist, glaube ich, zu. Jawohl. Da werde ich jetzt aber keine Muni verschwenden. Steigen wir ihnen mal aufs Dach? Genau. Wir steigen mit Freude aufs Dach. Jupp. Das ist natürlich wieder keine Knarre für die... Taschenlampe? Für die Distanz. So, Taschenlampe. Damit ich sehe, wo ich hingehe. Ah. Ich glaube, ich muss mal runter. Wir müssen da mal ein bisschen was wagen. Haben wir den getroffen? Der war relativ weit weg. Den ersten bestimmt, den zweiten, da bin ich nicht ganz sicher. Da kommt irgendwie schon Rot daher. Noch. Da wäre er gewesen. Da ist er. Da kommt er. Schuss. Sauber. Also das ist irgendwie bedeutend einfacher wie in der Fabrik. Habe ich zumindest das Gefühl. Ja. Das waren wahrscheinlich einfach auch zu viele da in der Fabrik. Also die Wumme, die macht was her. Ja. One shoot, one kill. Oh, da Feuerchen ist das grüne ausmachen. Zeugs. Oh, jetzt müssen wir doch hier eigentlich... In Deckung gehen. Geht immer noch nicht. Was fehlt denn? Ist das grüne Zeug nicht zuständig für das hier? Offensichtlich nicht. Ach, wie ärgerlich. Haben wir denn alle? Ja. Nee, einer fleucht bestimmt noch irgendwo rum, weil ich habe vorher noch eine Stimme gehört. Das könnte man natürlich schon sehr schön machen mit Schleichen. Das muss man natürlich auch sagen. Das ist hier eigentlich so prädestiniert. Die haben wir ja schon mal gemacht. Ja. Insofern. Den falschen Knopf erwischen. Können ja auch ein bisschen durchraschen. Hier ist tatsächlich keiner mehr. Ein hübsches Teil. Nimm mal. Ich wollte eigentlich nicht. Also hier muss noch einer. Mich? Ich höre ihn zumindest. Ach, da hinten. Er ergibt sich. Ah, der. Der ist ganz schön gewieft, dass er mich so gekriegt hat. Verdammte. Was ist denn eh? Scheiße. Ausschalten. Okay, also nicht umbringen, sondern ausschalten. Machen wir mal. Dann lassen wir das Ganze hier gerne dunkel zurück. Naja, wir müssen noch ein paar Gefangene befreien. Ach so, ja, das ist ja auch noch. Stimmt. Hätte ich fast vergessen. Waren das vielleicht sogar die Gefangenen, die hier irgendwie ja, geredet die haben? Ja, da hinten. Lass uns hier nicht zurück! Nö, nö. Nicht schießen. Zu. Moment. Schritt zurück, treten bitte. Hey, lass uns raus!
So, bitteschön. Jetzt greift uns an. Wir werden auch für dein Seelenheil beten, solange wir leben. Auch ja, wenn du ein Ketzer bist. Gott segne dich. Und warum sind wir denn unbedingt ein Ketzer? Was haben die denn für Probleme? Weil wir nicht dem Silentius da folgen und Technologie benutzen und... Hör gut zu. Im Terminal gibt es einen Raum. Dort bringen wir alle sündigen Dinge hin, damit der Fisch sie läutert. Hier, nimm diesen Schlüssel. Du bist ohnehin ein Sünder. Vielleicht findest du da etwas Nützliches. Cool. Okay. Simon, das darfst du nicht. Silentius wird dich dafür exkommunizieren. Ja, dann noch schlimmer. Das ja, dafür ist aber freut. Hallo. Kann man hier noch looten? Nein, hier ist nichts mehr. Okay, jetzt haben wir einen Schlüssel. Wofür haben wir denn den Schlüssel? Für diesen Terminalraum, der würde... Ah, das X da, ja. Der wäre da hinten. Und da hoffe ich doch, dass wir Technologie bis zum Abwinken finden, dass wir gerüstet sind für die restlichen Quests, die da noch auf uns warten. Es wäre schön. Ja gut, jetzt haben wir das, glaube ich, soweit gelöst. Da hinten ist noch grünes Zeug. Ich nehme das trotzdem mit, auch wenn unbedingt. Das nicht zuständig ist, offensichtlich für Dingens. Aber ich habe das Gefühl, hier liegt überall noch Zeugs rum. Nur ja, müsste man meinen eigentlich. Ich sehe es nicht. Ja, das ist noch wieder Licht. Ja, super. Hallo? Aha, die bleiben noch ein bisschen, ist so schön hier. Auch die bleiben in ihrem Gefängnis, obwohl man sie befreit hat. Halt, da war noch mal eine das ist nur das Licht, das können wir uns schenken. Ja gut, dann haben wir das, glaube ich, gelöst. Scheint der Fall zu sein, sonst hätten wir wahrscheinlich den Schlüssel nicht bekommen. So, jetzt müssen wir hier nur wieder rausfinden. Halt, hier ist noch was. Dass sich nicht der Knöchel verstaucht. Ausnahmsweise mal nicht. Geht's hier raus? Na, jawohl, hier... Hier ist der Ausgang, aber dann haben wir das geschafft. Ah, und guck mal, da ist noch ein Mond. Der Mond ist wieder da. Ja, ja, ich mag den Mond. Den haben sie extra nochmal für Harry da hochgehängt. Na, ist doch schön. Also, ja, war eine längere Folge, aber wir haben den Teddy, wir haben tatsächlich Duke getroffen und wir haben jetzt dieses Lager geräumt, die Leute befreit. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da mit dem Schlüssel machen. Ich hoffe halt auch tatsächlich, dass wir jetzt vielleicht mal ein bisschen in die Gänge kommen, was das Gelabel angeht. Der hängt da nur. Nee, der guckt sich auch den Vollmond an. Ah, okay, mit Schling um den Hals. Ja, entspannt die Beine. Ja, okay. Der reklamiert wenigstens nicht mehr. Nee. Da bin ich fast sicher. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's danke gut. Danke euch. Tschüss. Ja, ich hab gut geguckt, aber sich...